Nöte und Ängste des Menschen Jesus. Auch mir ist der Erdengang als Mensch zuweilen schwer gefallen, denn ich unterlag den gleichen Gesetzen wie ihr Menschen. Ich hatte gegen die gleichen Schwächen und Versuchungen anzukämpfen, und es war nicht immer leicht, diesen zu begegnen, wenngleich mein Herz erfüllt war von Liebe und daher auch die göttliche Kraft mich durchflutete, wenn ich sie benötigte. Aber Stunden seelischer Not gehörten auch zu meinem Lebensweg. Und hätte ich sie nicht auch empfunden wie ihr, dann wäre ich auch nicht Mensch gewesen gleich euch. Meine Seele musste den Prozess der Vergeistigung durchmachen auf Erden, der zur restlosen Vereinigung führte mit dem Vater, zur völligen Einswerdung mit ihm. Meine Seele war wohl von oben, doch sie hatte Fleisch angenommen von der Erde mit allen unreifen Substanzen, aus denen jede materielle Hülle im Grunde besteht. Und alle diese Substanzen mussten sich vergeistigen. Denn der Körper wirkte mit seinen Wünschen und Begierden außerordentlich auf die Seele ein, die sich diesen Versuchungen nicht entziehen konnte, sondern ihnen standhalten musste, wie es den Seelen der Menschen gleichfalls zur Aufgabe gemacht ist, die den Weg der Nachfolge Jesu gehen wollen, um frei zu werden von Sünde und Tod. Doch es waren schwere Kämpfe, die ich durchzustehen hatte, und mein Erdengang lastete oft als übergroße Bürde auf mir und wollte mich zaghaft machen, dass ich jemals diesen Gang bis zum Ende würde gehen können. Aus der Liebe schöpfte ich immer wieder die Kraft, und ich ersah Kraft meiner Liebe und ihrer Auswirkung auch den schweren Weg, den ich zu gehen hatte. Ich sah vorausschauend das Leiden und Sterben am Kreuz, und ich sah auch den Geisteszustand der Menschen, die mich ans Kreuz schlugen. Und ich musste dennoch meinen Weg weitergehen bis zum Ende. Ich musste immer wieder meiner Ängste und Schwächen Herr zu werden suchen und mich anklammern an den Vater, dass er mich stärkte in jeder Not des Leibes und der Seele. Denn ich habe alle diese Nöte empfunden gleich euch und noch weit stärker, weil für mich das Leben inmitten der sündigen Menschheit schon eine Qual war, der ich in aller Reinheit mitten unter denen wandelte, für die ich leiden und sterben wollte. Doch je mehr mein Körper ausreifte, je inniger meine Seele den Zusammenschluss fand mit dem Vater, der in mir war, desto klarer wurde mir auch meine Mission, die ich wohl als Mensch begann, sie aber als Gott beendete. Und die ich darum zu Ende führen konnte, weil die Kraft in mir ständig zunahm, wie auch die Liebe zu der unglückseligen Menschheit sich vergrößerte, je näher mir das Ende war. Und die Liebe war die Kraft, die mich das Erlösungswerk ausführen ließ. Die Liebe war der Vater in mir, dessen Willen ich erfüllen wollte, um meinen gefallenen Brüdern zu helfen. Ich ging bewusst meinen Erdenweg. Anfangs zwar waren es nur dunkle Ahnungen und zuweilen helle Gedanken und Schauungen, doch je mehr die Vergeistigung in mir stattfand, desto klarer stand der Erlösungsplan vor meinen Augen, zwecks dessen ich aus dem Lichtreich herabgestiegen war zur Erde. Solange aber meinem Körper noch Menschliches anhaftete, musste ich auch menschliche Leiden und Qualen erdulden, wozu nicht zuletzt die inneren Bedrängnisse gehörten, meiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Denn ich wusste, was es hieß, wenn ich versagte im Kampf gegen den, der euer aller Feind war und ist und bleiben wird, noch Ewigkeiten hindurch. Doch ich habe den Sieg errungen über ihn. Ich habe den Kampf aufgenommen mit unsäglichen Schmerzen und Leiden und gewann stets mehr an Kraft, weil auch meine Liebe immer mehr zunahm zu euch, die ihr leiden müsset,
bis ihr frei seid von ihm und seiner Macht. Meine Kraft nahm zu, wie meine Liebe zunahm. Und so wisset auch ihr Menschen, dass ihr nur aus der Liebe die Kraft schöpfen könnt für eure Erdenaufgabe. Denn mein Gegner wird euch immer zu schwächen suchen, indem er euch zur Lieblosigkeit antreibt, indem er euch in jeder Weise wird hindern wollen, Werke der Liebe zu verrichten, um euch schwach zu halten. Aber dann denket an mich, dass auch ich gerungen habe wider ihn, dass er auch mich zu schwächen suchte durch Ängste und bange Fragen, ob ich wohl die Kraft aufbringen werde für meine Mission. Und dann wendet euch nur an mich, dass ich euch helfe, dass ich euch stärke wider den Feind eurer Seele und dass ich euch Kraft gebe für jeden Lebenskampf, sei er irdischer oder geistiger Art. Und ihr werdet nicht vergeblich bitten, denn wer mich anrufet in seiner Not, den werde ich wahrlich auch erhören. Amen.